War der Tod aus den Heiligtümern des Todes ein wahrer, realer Zauberer? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über den Tod sprechen, allerdings nicht im traditionellen Sinne, sondern über die personifizierte Gestalt des Todes. Wenn du das Märchen von den Heiligtümern des Todes kennst, und das solltest du, erinnerst du dich an eine Figur, die den Tod darstellt. Diese Figur symbolisiert das Konzept des Todes, eine Personifizierung dessen, was ein Ende und die Endgültigkeit darstellt. Der Tod ist etwas Interessantes in Harry Potter, nicht nur wegen der Figur aus dem Märchen von den drei Brüdern, sondern auch wegen der Art und Weise, wie er dargestellt wird. Während der Tod in unserer Welt oft als sehr endgültig und traditionell betrachtet wird, ist die Darstellung des Todes in Harry Potter viel offener. Bevor wir zu sehr ins Detail gehen, möchte ich darauf hinweisen, dass jeder eine andere Sichtweise auf den Tod hat. Egal ob in einer Religion verwurzelt oder einfach nur mit dem Grad der Spiritualität. Harry Potter stellt den Tod auf eine ganz besondere Weise dar, da er eine klare Unterscheidung zwischen Körper und Seele macht. Der Körper ist lediglich ein Gefäß, das die vitale Lebenskraft, die Seele, in sich trägt. Die Seele ist ein wiederkehrendes Thema in der Harry Potter-Geschichte und immer wieder wird ihre Bedeutung und ihre Beziehung zum Tod hervorgehoben. Wenn einem Menschen die Seele von einem Dementor ausgesaugt wird, wird er nicht als tot betrachtet, sondern als fast tot. Diese Vorstellung, fast tot zu sein oder in einer Art Schwebezustand zu verharren, wird in Harry Potter auf unterschiedliche Weise dargestellt, sei es in Form von Geistern, Schatten oder wiedergeborenen Toten. In Harry Potter ist der Tod viel weniger endgültig und es gibt viele Möglichkeiten, wie die Seele weiterleben kann, ohne unbedingt ins Jenseits reisen zu müssen. Aber vielleicht ist die einzigartige Darstellung des Todes in Harry Potter seine Personifizierung, die Figur aus der Geschichte der drei Brüder, die die Geschichte der Heiligtümer des Todes erzählt. Aber wer ist diese Figur? Hat sie wirklich existiert oder ist sie nur ein Ammenmärchen? Die ursprüngliche Geschichte von den Heiligtümern des Todes stammt aus dem Märchen von Beedle dem Barden, fiktive Geschichten, die für junge Hexen und Zauberer geschrieben wurden und Lektionen für Moralvorstellungen enthalten sollen. In den Harry Potter Büchern sehen wir jedoch deutlich, dass die in der Geschichte erwähnten Heiligtümer des Todes tatsächlich existieren: der Elderstab, der Stein der Auferstehung und der Unsichtbarkeitsumhang. Meine Frage ist also: Wie weit ist Beedles Geschichte von der Fiktion entfernt? Sicherlich steckt er darin etwas Wahrheit, aber wie viel genau? Und noch viel wichtiger, ist der Tod eine reale Person oder Figur? Aus den Sagen von Beedle dem Barden. Es waren einmal drei Brüder, die in der Dämmerung auf einer einsamen, gewundenen Straße unterwegs waren. Irgendwann erreichten die Brüder einen Fluss, der zu tief war, um ihn zu durchwaten, und zu gefährlich, um ihn zu durchschwimmen. Doch die drei Brüder waren in den magischen Künsten geübt, und so schwenkten sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine Brücke über das tückische Wasser erscheinen. Sie waren auf halbem Weg, als ihnen der Weg von einer vermummten Gestalt versperrt wurde, und das war der Tod. Er war wütend, dass er um drei neue Opfer betrogen wurde, denn normalerweise ertranken die Reisenden in dem Fluss, aber der Tod war schlau. Er tat so, als gratuliere er den drei Brüdern zu ihrem Können und sagte, dass jeder von ihnen einen Preis verdient hätte, weil er ihm entkommen war. Der älteste Bruder, ein kämpferischer Mann, bat um einen Zauberstab, der mächtiger war als alle existierenden Zauberstäbe. Ein Zauberstab, der für seinen Besitzer immer Kämpfe gewinnen würde. Ein Zauberstab, der eines Zauberers würdig war, der den Tod besiegt hatte. Also ging der Tod zu einem Holunderbaum am Ufer des Flusses, formte einen Zauberstab aus einem Ast und gab ihm den ältesten Bruder. Dann beschloss der zweite Bruder, ein arroganter Mann, den Tod noch mehr zu demütigen und bat um die Macht, andere vom Tod zurückzurufen. Also nahm der Tod einen Stein vom Flussufer auf und gab ihm den zweiten Bruder und sagte ihm, dass der Stein die Macht hätte, die Toten zurückzubringen. Schließlich wandte sich der Tod an den dritten Bruder. Der dritte Bruder war ein bescheidener Mann und bat um etwas, das es ihm ermöglichen würde, von diesem Ort wegzugehen, ohne vom Tod verfolgt zu werden. So übergab der Tod widerwillig seinen eigenen Umhang der Unsichtbarkeit.
Im Grunde gab der Tod allen drei Brüdern eines der sagenumwobenen Heiligtümer des Todes, und jeder hatte sein eigenes, einzigartiges Schicksal. Keiner der Brüder wollte den Tod jemals wiedersehen, und das ist verständlich, aber das war unvermeidlich. Der erste Bruder wurde im Schlaf getötet, und der Tod holte ihn sich. Der zweite Bruder beendete auf tragische Weise sein eigenes Leben, was bedeutete, dass er vom Tod erneut geholt wurde. Der letzte Bruder, der den Unsichtbarkeitsmantel an sich nahm, war ein weiser Mann und benutzte seinen Umhang, um dem Tod die meiste Zeit seines Lebens zu entkommen. Als der dritte Bruder schließlich ein Alter erreichte, in dem er mit dem, was er erreicht hatte, zufrieden war, nahm er den Mantel ab und begegnete dem Tod noch einmal gnädig und entschied sich tatsächlich, die Welt der Lebenden zu verlassen. Ungeachtet der Entscheidungen, die die Brüder trafen oder der Handlungen, die sie unternahmen, sahen sie sich letztendlich alle wieder dem Tod gegenüber. Die Art und Weise, wie dies in der Geschichte dargestellt wird, zeigt, dass sie physisch mit der gleichen Personifikation des Todes von früher konfrontiert waren. Wenn die Geschichte wahr ist, woher wusste Beedle von den Geschehnissen oder der Beziehung zwischen dem Tod und den Brüdern? Hat Beedle Fakten oder Fiktion geschrieben? Eine Sache, die man bedenken sollte, ist, dass die Erzählungen von Beedle dem Barden immer wieder betonen, dass die Geschichten in der Tat die Originalschöpfungen des Autors sind. Das heißt aber nicht, dass Beedle sich nicht von seinen Lebenserfahrungen, den Dingen, die er getan hat oder den Menschen, die er getroffen hat, inspiriert lassen hat. J.K. Rowling liefert das folgende Vorwort zu dem Buch. Wenn seine Geschichten seine Ansichten genau widerspiegeln, mochte er Muggel, denen er misstraute, die dunkle Magie und glaubte, dass die schlimmsten Auswüchse der Zauberer den allzu menschlichen Eigenschaften der Grausamkeit, der Apathie oder der arroganten Fehlanwendung ihrer eigenen Talente entspringen. Die Helden und Heldinnen, die in seinen Geschichten triumphierten, sind nicht diejenigen, die mit der mächtigsten Magie, sondern diejenigen, die am meisten Güte, gesunden Menschenverstand und auch Einfallsreichtum zeigen. Es gibt nun mal kaum Beweise für beide Argumente. Dass die Geschichte komplett erfunden wurde oder dass Beedle sich von etwas inspirieren ließ, das er in seinem Leben erlebt hatte. Angesichts der Tatsache, dass die Heiligtümer tatsächlich existierten, bin ich jedoch bereit zu wetten, dass es Letzteres war. Wir wissen, dass die drei Heiligtümer wirklich existierten, und das kann bestätigt werden. Aber war die Personifizierung des Todes nur Beedle, der der Geschichte seinen eigenen Stempel aufdrückte? Wie können wir sicher sein, dass der Tod nicht einfach ein mächtiger dunkler Zauberer war? Könnte es sein, dass die drei Brüder begabte Zauberer waren, die die Heiligtümer einfach selbst erschaffen haben? Im Moment gibt es keine Beweise dafür, dass der personifizierte Tod tatsächlich real ist. Seine Existenz wird nur in einem Werk erwähnt, und das ist ein fiktives Werk. Zu sagen, dass der Tod wegen dieses kleinen Kinderbuches existiert, ist weit hergeholt, zumal die Existenz der Heiligtümer das einzige wirkliche Argument ist, das man für seine Existenz anführen könnte. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie die Heiligtümer selbst entstanden sein könnten. Albus Dumbledore, ein angesehener und weiser alter Zauberer, scheint nicht viel Vertrauen in die Gütigkeit der Existenz des Todes zu haben. Es ist also wahr, fragte Harry. Alles davon, die Peverell-Brüder. Waren die drei Brüder aus dem Märchen, sagte Dumbledore und nickte. Oh ja, ich glaube schon. Ob sie dem Tod auf einer einsamen Straße begegneten? Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die Peverell-Brüder einfach begabte, gefährliche Zauberer waren, denen es gelang, diese mächtigen Objekte zu erschaffen. Die Geschichte, dass sie des Todes eigene Heiligtümer waren, scheint mir die Art von Legende zu sein, die sich um solche Kreationen ranken könnte. Und da stimme ich Dumbledore auch zu. Es gibt viele mächtige magische Artefakte im Harry Potter-Universum, und die Heiligtümer scheinen, obwohl sie mächtig sind, nicht außerhalb des Bereiches des Möglichen zu liegen. Ich glaube nicht, dass der personifizierte Tod existiert, aber bin ich mir da sicher? Ganz bestimmt nicht. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was denkst du darüber? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.